Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Fleischindustrie Tönnies. Ach ja, jetzt habe ich schon so ein Ding zum Umhängen und vergesse es trotzdem. Danke. Die Fleischindustrie, Tönnies und Co. haben einen schlechten Ruf und das nicht erst seit Corona. Als Gewerkschaftssekretärin aus Niedersachsen bin ich froh, dass der Bundestag heute das Arbeitsschutzkontrollgesetz zum Abschluss bringt und dem ganzen Schmierentheater ein Ende setzt. Am Anfang dachte ich, dass die Bundesregierung nun endlich auf Werkverträge und Leiharbeit komplett verzichtet. Und wenn es um knallharte Profitinteressen geht, haben die Lobbyisten der Fleischindustrie bisher jedes Mal verhindert. Und diesmal fanden sie bei der CDU/CSU ein offenes Ohr. Und täglich grüßt das Murmeltier, sage ich nur. Ich zitiere den Verband der Fleischindustrie: Die zahlreichen Gespräche, Stellungnahmen und Argumente des Verbandes gegenüber Bundes- und Landtagsabgeordneten haben somit Wirkung gezeigt. Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich gestern ebenfalls in unsere Richtung ausgesprochen. Zitat Ende. Die Fleischindustrie hat erreicht, was sie wollte. Leiharbeit bleibt, wenn auch mit Einschränkungen per Tarifvertrag, für weitere 3 Jahre erlaubt. Unverschämt ist das. Jetzt liegt der Ball im Feld der Gewerkschaft NGG. Sie muss regeln, was die Bundesregierung nicht hinbekommen hat. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg bei ihrer jetzigen Arbeit. Nur starke Gewerkschaften und aktive Betriebsräte sind die Garantie dafür, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, Werkverträge und Leiharbeit haben in der Fleischwirtschaft nichts zu suchen. Und es ist Unsinn, dass die Grillsaison nur so gerettet werden kann. Das Argument, dass die Fleischereien um die Ecke nur überlebt, wenn die Fleischwirtschaft Leiharbeit und Werkverträge einsetzt, ist Quatsch. Es geht um Millionen und Milliarden von Gewinnen, die auf dem Rücken von osteuropäischen Beschäftigten realisiert werden. Ich stimme der Union zu, wenn sie sagt, das Fleischerhandwerk in Deutschland ist gefährdet. Ja, aber nicht, weil sie keine Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte einsetzen dürfen. Es ist gefährdet durch die Massen von billigem Fleisch, das in Deutschland gezüchtet wurde und deutsche Großbetriebe auf den Markt überschwemmen. Und damit, Kolleginnen und Kollegen, muss endlich Schluss sein. Meine Damen und Herren der CDU/CSU, lernen Sie endlich dazu. Lassen Sie sich von der Fleischlobby nicht ihre Gesetze diktieren. Die Linke stimmt dem Gesetz trotzdem zu, weil es ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Vielen Dank und schöne Weihnachten und guten Rutsch. Vielen Dank. Das Wort geht an Beate Müller-Gemmecke von der Fraktion Bündnis.